um das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica, welches unter anderem Trumps Wahlkampagne orchestriert hat, braut sich momentan ein gewaltiger Skandal zusammen. Er reicht von ukrainischen Mädchen bis hin zur strategischen Manipulation einzelner Wähler und wirft neues Licht auf Propaganda und die Demokratie in Zeiten von Big Data. Christopher Wiley, der ehemalige Research Director der Firma, wurde zum Whistleblower und berichtet gegenüber dem Guardian, wie Cambridge Analytica mithilfe einer App eines Universitätsforschers 2014 die Daten von 50 Millionen Amerikanern erbeutete. Und auch wenn sich einige Aussagen verschiedener Parteien momentan noch widersprechen, so funktionierte das Ganze. Cambridge Analytica war in Kontakt mit dem Cambridge University-Forscher Alexander Cogan, welcher über eine Persönlichkeitstest-App zu akademischen Zwecken Zugriff auf zahlreiche Daten von Facebook-Nutzern hatte. Dieser Zugriff beinhaltete auch Daten der Freunde der Nutzer der App, sofern ihre Profile öffentlich waren. Cambridge Analytica nutzte diesen Zugangspunkt und bezahlte insgesamt rund 1 Million US-Dollar an ein paar hunderttausend Facebook-Nutzer für die Nutzung der App. Da im Durchschnitt auch die Daten von 300 Freunden des jeweiligen Nutzers auslesbar waren, konnte die Firma so an die Daten von rund 50 Millionen Usern gelangen. Die riesigen Datenmengen wurden dann durch Algorithmen verarbeitet. Unter anderem mit diesen Daten sei es dem Unternehmen möglich gewesen, potenzielle Wählergruppen zu identifizieren, psychografische Profile zu erstellen und potenzielle Wähler zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Message zu beeinflussen. And so we can get better than human level accuracy at predicting your behavior. Really? Yes. Absolutely. Wenn ein Wähler zum Beispiel besonders ängstlich veranlagt ist und Facebook vor allem abends nutzt, würde diesem Wähler zum passenden Zeitpunkt eine Werbung gezeigt werden. Die Werbung würde auf die Ängste dieser Person abgestimmt sein, um sie von einer bestimmten Position zu überzeugen. Präzise, genau, bis auf die individuelle Person abgestimmt. Microtargeting ist das Stichwort. Dieses Datenset soll Cambridge Analytica allerdings laut eigener Aussage nicht im US-Wahlkampf verwendet haben und laut Facebook wurde es mittlerweile gelöscht. Cogan besteht seinerseits darauf, dass er das Recht hatte, die Daten an das Unternehmen weiterzugeben, während Facebook behauptet, dass er dieses Recht nicht besessen hätte. Zeitgleich veröffentlicht der britische Sender Channel 4 eine Undercover-Dokumentation in die Aktivitäten von Cambridge Analytica. Die Reporter geben sich als Abgesandte einer reichen Familie aus Sri Lanka aus, welche die Dienste der Firma für eine politische Kampagne in Anspruch nehmen will. Während einiger Gespräche mit dem Managing Director Mark Turnbull und dem CEO des Unternehmens Alexander Nix zeichnet sich ein bitteres Bild politischer Manipulation, strategischer Verbreitung von Fake News, geheimer Zusammenarbeit und der strategischen Inszenierung von politischen Skandalen. Nix, der mittlerweile suspendiert wurde, redet ganz offen davon, wie man zum Beispiel einen Profi anheuern könnte, um einen Bestechungsversuch bei einem politischen Gegner zu unternehmen, den man dann heimlich filmt. Alternativ würden vor allem Mädchen aus der Ukraine gut funktionieren, um einen Sexskandal zu produzieren, aber das seien nur generelle Ideen, die Firma hätte viel Erfahrung mit dieser Art von Dingen. Man könne auch ehemalige Geheimdienstler anheuern, um wirklich jede Leiche im Keller des politischen Gegners zu finden. Generell gilt aber die Maxime, dass Dinge nicht wirklich wahr sein müssen, solange sie geglaubt werden. I mean, it sounds dreadful thing to say, but these are things that don't necessarily need to be true, as long as they're believed. Wichtig sei auch, immer geheim zu halten, von wem bestimmte Aussagen eigentlich stammen. Wenn zugeordnet werden kann, von wem es kommt, wird es als Propaganda wahrgenommen. Während der Trump-Kampagne habe man das Crooked Hillary-Image systematisch über kleinere Organisationen und Super-PACs im Internet aufgebaut, abseits der Hauptkampagne. Um alles schön geheim zu halten, nutze man selbstlöschende Proton-Mails, damit auch ja keine Paper-Trails entstehen. Wenn man sich den Cambridge Analytica-Skandal anschaut, muss man verstehen, dass die strategische Nutzung von Big Data keinesfalls neu ist. Zuerst einmal ist es bei weitem nichts Neues, dass Facebook die Daten von Nutzern an Dritte weitergibt. Unwissentlich Daten über Freunde weiterzugeben, wie im Falle von Cambridge Analytica, wird mittlerweile durch neue Datenschutzsettings reglementiert. Auch Obamas Kampagne hat 2012 eine App genutzt, um über Facebook potenzielle Freunde von Obama-Supportern in kritischen Wahlkreisen zu identifizieren, um diese dann gezielt anzusprechen. Hier muss man jedoch den klaren Unterschied zum Fall von Cambridge Analytica erkennen.
Obamas Supportern wurde der Zweck und die Nutzung ihrer Daten für politische Zwecke klar ersichtlich gemacht. Natürlich bleibt offen, inwieweit der Einzelne sich bewusst war, was dies im Detail bedeutete, aber die Nutzung der Daten war transparent und keinesfalls geheim. Trotzdem, der Skandal rund um die Daten von 50 Millionen Nutzern verdeutlicht, wie wenig sich die Öffentlichkeit darüber im Klaren ist, wie Social-Media-Daten verarbeitet werden und zu was Big-Data-Algorithmen imstande sind. Darüber hinaus ist die Vorgehensweise von Cambridge Analytica natürlich absolut inakzeptabel. Einiges mag im Verkaufsgespräch übertrieben worden sein, aber die generelle Note ist die von Korruption in verschwörerischer Geheimhaltung mit dem Ziel der Wählermanipulation. Die Nutzung von Big Data in der Art, wie die Firma es tut, in Kombination mit den Taktiken, die der CEO so bereitwillig offengelegt hat, ist Manipulation. Jeder Politiker, jede Kampagne leistet Überzeugungsarbeit. Das ist normal. Aber die von der Firma geleiteten Kampagnen und damit zum Beispiel auch die von Trump versuchen nicht mit Fakten zu gewinnen. It's no good fighting an election campaign on the facts, because actually it's all about emotion. Bei Politik geht es der Devise nach um Emotionen. Und die Algorithmen der Firma versuchen herauszufinden, wie man sich diese bei einzelnen Wählern am besten zunutze macht. Das ist keine Überzeugungsarbeit, diese Strategie basiert auf einer Form von Macht und Kontrolle. Diese Macht, den Einzelnen über seine emotionalen Tendenzen zu lenken, kombiniert mit dem Willen, alles Mögliche, auch alles Falsche im Internet zu verbreiten, das ist unmoralisch und falsch und sollte in politischen Prozessen keinen Platz finden. Es ist auch kein Argument zu sagen, dass Dinge nun mal so laufen und dass Cambridge Analytica nur eine von vielen Firmen dieser Art ist. Wiley nennt das Vorgehen eine rundum Propagandamaschine und er hat nicht ganz Unrecht. Wie will man die strategische, emotionale Manipulation von Millionen von Wählern durch falsche Informationen sonst nennen? Die Demokratie ist im 21. Jahrhundert angekommen und technologischer Fortschritt beeinflusst, wie Macht sich verteilt. Ein grundsätzliches Problem ist hier auch Geld im Wahlkampf, vor allem mangelnde Regulation von unabhängigen politischen Organisationen und Lobbying. Operationen dieser Größenordnung werden überhaupt erst ermöglicht, weil vor allem auch in US-Wahlen unfassbare Summen an Geld von Privatleuten im Spiel sind. In einem anderen Video haben wir bereits über diesen Umstand gesprochen und dieser Skandal beweist zumindest einmal mehr, dass die Monetarisierung des demokratischen Prozesses äußerst problematisch ist. Cheers! Yo, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da und schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr zu diesem Skandal denkt.